Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Digitales Klassenbuch. In den nächsten Minuten geht es um das digitale versus dem traditionellen Klassenbuch, um das Führen digitaler Klassenbücher und weiterer Funktionen sowie datenschutzrechtliche Fragestellungen. Immer mehr österreichische Schulen setzen auf Klassenbücher in elektronischer Form, da diese mehr Funktionen haben als Klassenbücher in Papierform. So kann etwa eine vom System generierte Klassenordnerliste ausgedruckt oder automatisch überprüft werden, ob Leistungsfeststellungen gesetzeskonform eingetragen wurden. Damit werden Schulleitungen und Lehrkräfte entlastet. Es gibt verschiedene Anbieter, die digitale Klassenbücher für Schulen in Österreich zur Verfügung stellen. Ein paar Beispiele sind WebUntis, Klabu, Skooli und Socrates Teacher Assistant. Laut Schulunterrichtsgesetz müssen Klassenbücher die Klasse, die Namen der Lernenden, die Unterrichtsgegenstände eines jeden Schultages, die unterrichteten Lehrpersonen, den durchgenommenen Lehrstoff, die Abwesenheit und besondere Vorkommnisse erfassen. Das Führen eines digitalen Klassenbuchs sehen Sie in dieser Einheit anhand des Programms WebUntis. Lehrstoffeintragung. Bei den meisten digitalen Klassenbüchern kann auch eine Übersicht über alle Eintragungen ausgedruckt werden. Abwesenheitsverwaltung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klassenbüchern werden die Fehlstunden einzelner Lernender automatisch addiert. Besondere Vorkommnisse. Diese werden, falls nötig, eingetragen und können gesammelt als Liste ausgedruckt werden. Elektronische Klassenbücher bieten noch einige weitere Funktionen, die hier kurz angesprochen werden. Hausübungen. Bei den meisten Programmen können Hausübungen online aufgegeben werden. So werden auch abwesende Schülerinnen und Schüler davon informiert. Listenführung. Viele verschiedene Listen, wie zum Beispiel Abwesenheits- oder Geburtstagslisten, können mit nur wenigen Klicks erstellt und ausgedruckt werden. Sitzplan. Auch Sitzpläne können bei einigen Programmen unkompliziert erstellt und von den Lehrkräften eingesehen werden. Mitteilungen. Bei manchen Anbietern ist es möglich, Mitteilungen an Lehrpersonen zu senden oder sogar Eltern per SMS zu informieren. Damit kann der schulische Informationsfluss über das elektronische Klassenbuch geregelt werden. App. Oft werden zusätzliche zur Webpräsenz übersichtliche Apps angeboten, sodass orts- und zeitunabhängig von jedem mobilen Endgerät ins digitale Klassenbuch eingetragen oder der Supplierplan angesehen werden kann. Was gibt es hinsichtlich des Datenschutzes zu beachten? Mit Verwendung eines digitalen Klassenbuches über einen Anbieter liegen die eingetragenen Daten auf den Servern der anbietenden Firma. Kein Anbieter ist dabei hundertprozentig vor Hackerangriffen geschützt. Für das Führen eines digitalen Klassenbuchs ist es notwendig, dass personenbezogene Daten gespeichert werden. Die Speicherung von besonders schutzwürdigen Daten ist nur dann zulässig, wenn deren Dokumentation ein wichtiges öffentliches Interesse darstellt. Um Datenmissbrauch zu verhindern, müssen Sie sorgsam mit Ihrem Passwort für das digitale Klassenbuch umgehen. Falls Sie in der Klasse elektronisch in das Klassenbuch eintragen, dürfen Sie das Ausloggen aus dem Programm nicht vernachlässigen. Sonst könnten sich Schülerinnen und Schüler beispielsweise unerlaubt Zugriff verschaffen und Fehlstunden oder Klassenbucheinträge löschen. Gesetzlich ist eine Löschung der elektronischen Daten nach 3 Jahren vorgesehen. Dafür sind die Schulen selbst zuständig. Sie wissen nun, wie sich elektronische von herkömmlichen Klassenbüchern unterscheiden und wie Sie ein digitales Klassenbuch führen. Außerdem kennen Sie weitere Funktionen digitaler Klassenbücher und haben sich mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen befasst. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.